Die wahrscheinlich häufigste Diskussion, die man als Steuerberatung mit den Mandanten hat, ist die Diskussion, ob die Umsatzsteuer als Vorsteuer geltend gemacht werden kann oder nicht. Und viele dieser Beispiele, die im Alltag diskutiert werden, möchte ich einfach mal in diesem Video erklären. Hi, mein Name ist Melcher von der Kontist Steuerberatung und grundsätzlich ist es ja so, Umsatzsteuer, die dir in Rechnung gestellt wird, die darfst du geltend machen und quasi als Vorsteuer im Rahmen der Umsatzsteuervoranmeldung dir vom Finanzamt wiederholen. Wie das ganze System Umsatzsteuer funktioniert, das habe ich schon mal vertiefend erklärt in einem Video, was ich dir hier oben rechts einmal verlinke. Wichtig an dieser Stelle ist nur, du kannst dir grundsätzlich eigentlich die Umsatzsteuer wiederholen aus den Rechnungen, die du bekommst. Das geht aber nicht bei allen Umsätzen und auch tatsächlich nicht in allen Situationen. Und ehrlicherweise, das wird ständig wieder diskutiert und ich dachte mir einfach mal, dass ich mich mit unserem Buchhaltungsteam zusammensetze und sie frage, was sind eigentlich die häufigsten Situationen, wo irgendwo so ein Irrglaube herrscht, und da habe ich mir die 5 häufigsten einfach mal zusammengetragen und die möchte ich euch jetzt einmal vorstellen. In diesen Situationen darfst du die Umsatzsteuer nicht geltend machen. Das erste Beispiel, wo du keine Vorsteuer geltend machen kannst, ist immer die Situation, wenn deine eigenen Leistungen steuerfrei sind. Grundsätzlich ist es so, dass wenn du Leistungen ausführst und darauf keine Umsatzsteuer ausweist, dann darfst du auf deiner Kostenseite die Umsatzsteuer auch nicht gegenrechnen. Das heißt, dann kannst du dir nicht einfach das ganze Geld vom Finanzamt wiederholen, sondern in allermeisten steuerfreien Umsätzen ist es so, dass du die Umsatzsteuer halt nicht geltend machen kannst. Davon gibt es auch Ausnahmen. Das heißt zum Beispiel Exporte. Also Ausfuhrlieferungen oder innergemeinschaftliche Lieferungen, die weist du in der Regel auch ohne Umsatzsteuer aus. Das heißt, die sind steuerfrei. Trotzdem darfst du auf der Beschaffungsseite, also wenn du diese Waren einkaufst, darfst du die Vorsteuer geltend machen. In solchen Fällen ist es erlaubt, aber in den allermeisten Fällen ist das nicht erlaubt. Als Beispiele könnte ich da zum Beispiel erwähnen Arztleistungen. Die Leistungen von einem Arzt sind in der Regel umsatzsteuerfrei. Und das führt dann dazu, dass der Arzt bei seinem Bürobedarf, bei seinem Firmenwagen, wo auch immer, diese Umsatzsteuer nicht geltend machen kann. Das heißt, der macht in der Regel auch keine Umsatzsteuervoranmeldung. Andere Beispiele sind zum Beispiel die Vermietung von privatem Wohnraum. Wenn du zur Miete wohnst, dann hast du ja wahrscheinlich einen Mietvertrag. Und dein Vermieter ist natürlich Unternehmer. Der hat natürlich Umsätze. Aber in deinem Mietvertrag wird keine Umsatzsteuer stehen, weil die Vermietung von privatem Wohnraum ist steuerfrei. Und das führt dazu, dass die Kosten auf der Vermieterseite, also dein Vermieter, kann aus seinen Kosten die Umsatzsteuer nicht geltend machen. Ein anderes Beispiel sind Versicherungsvermittler. Wenn du in erster Linie Umsätze hast mit Versicherungen, dann sind auch die steuerfrei und auch das führt dann wieder dazu, dass du halt auf der Kostenseite die Umsatzsteuer nicht geltend machen kannst. So schön, so gut. Schwierig wird das vor allem, wenn du gemischte Umsätze hast. Also wenn du beispielsweise Versicherungsvermittler bist, gleichzeitig aber auch noch Honorarberatung machst, was auch immer. Du machst irgendeinen Umsatz, wo du einfach Umsatzsteuer ausweist. Dann hast du ja zum Teil auf der Einkommensseite steuerfreie und steuerpflichtige Umsätze. Und da musst du leider auf der Kostenseite das auch aufteilen. Das heißt, du musst dir bei allen Kosten überlegen, wofür hattest du die Kosten? Also welchem Umsatz, also welchem Einkommen ist eigentlich diese Kosten zuzuordnen, und dann musst du das danach aufteilen und kannst dann so entsprechend die Vorsteuer geltend machen, aber immer nur für die, wo du auch einen steuerpflichtigen Umsatz hast. Und das ist in der Praxis ehrlicherweise unglaublich komplex und schwierig, und meine persönliche Empfehlung ist, um das richtig zu machen, solltest du vorher unbedingt mal mit einem Steuerberater sprechen, weil das ist schon sehr, sehr komplex und auch nicht so ganz einfach zu verstehen. An dieser Stelle für alle von euch aber wichtig, sobald ihr steuerfreie Umsätze macht, sollten bei euch direkt die Alarmglocken läuten, denn da kann es sehr, sehr gut sein, dass ihr die Vorsteuer nicht geltend machen dürft. Das zweite Beispiel, wo du keinen Vorsteuerabzug hast, ist, ja, es ist ehrlicherweise ein bisschen witzig, wenn man den Hintergründe kennt, aber auch schon ein bisschen irreführend vom Gesetzgeber. Und zwar sind das auch Versicherungen. Wenn du beispielsweise eine Vermögenshaftpflichtversicherung hast, dann bekommst du darüber ja eine Abrechnung. Und in dieser Abrechnung steht auch immer ganz unten 19% VST. Und in solchen Fällen ist es natürlich super nachvollziehbar, wenn man sagt, naja, 19% VST, Vorsteuer, kann ich natürlich geltend machen als 19% Vorsteuer. Das Dumme hier ist aber, VST steht für Versicherungssteuer. Das heißt, das ist eine ganz andere Steuerart. Es ist dummerweise exakt gleich abgekürzt, also Vorsteuer,
Versicherungssteuer, VST, und es sind auch 19%. Ich verstehe das absolut, dass man das übersieht oder auch missversteht, aber auf Versicherungsschreiben und Abrechnungen steht 19% VST für 19% Versicherungssteuer und nicht für 19% Vorsteuer. Und das führt dann natürlich auch dazu, dass du die Versicherungssteuer natürlich nicht in deiner Umsatzsteuervoranmeldung angeben kannst und dir diese Steuer dann vom Finanzamt wiederholen kannst, weil es halt einfach eine ganz andere Steuerart ist. Die dritte Situation, wo du kein Vorsteuer geltend machen kannst, ist leider mit Abstand der häufigste Fall. Und zwar, wenn die Rechnungen, die du bekommst, wenn die nicht ordnungsgemäß ist. Das heißt, wenn irgendwelche Rechnungsangaben fehlen, wenn Beträge falsch hin und her gerechnet wurden, wenn die Rechnung einfach nicht so aussieht, wie sie aussehen sollte nach dem Umsatzsteuergesetz. Ich habe zu dem Thema, wie sollte eigentlich eine Rechnung aussehen, auch schon mal natürlich ein Video aufgenommen, das verlinke ich dir oben rechts. Schau da unbedingt einmal vorbei. Deine Verpflichtung als Selbstständiger oder als Selbstständige ist, bei jeder eingehenden Rechnung diese Rechnung zu kontrollieren. Denn du kannst nur aus richtigen Rechnungen die Vorsteuer geltend machen. Mein dringender Appell an dich ist, wenn du eine falsche Rechnung bekommst, überweise sie nicht. Du hast nämlich einen Rechtsanspruch darauf, eine ordnungsgemäße Rechnung zu bekommen. Und wenn du eine falsch ausgestellte Rechnung bezahlen solltest, dann hat dein Lieferant, dein Dienstleister schon das Geld. Und die Motivation, dann diese Rechnung zu korrigieren, ist nicht ganz so hoch. Wenn du sie allerdings nicht bezahlst, bis du nicht eine ordnungsgemäße Rechnung hast, dann ist die Motivation ein bisschen mehr da, dir diese Rechnung auch zukommen zu lassen. Deswegen merke dir an dieser Stelle, du hast einen Rechtsanspruch auf eine ordnungsgemäße Rechnung. Du darfst auch nur dann die Vorsteuer ziehen. Und meine persönliche Meinung, du solltest auch nur aufgrund von ordnungsgemäßen Rechnungen überweisen. Das vierte Szenario, in dem du keine Vorsteuer geltend machen kannst, ist ausländische Umsatzsteuer. Du bist in deiner Selbstständigkeit vielleicht unterwegs, vielleicht gehst du mal tanken in Dänemark oder vielleicht hast du eine Geschäftsreise in Österreich und übernachtest da im Hotel oder aber du fliegst beispielsweise nach China, guckst dir bestimmte Produktionsstätten an, weil du dir überlegst, bestimmte Produkte zu importieren. Natürlich ist das alles betrieblich veranlasst und natürlich kannst du diese Kosten, die du in diesen anderen Ländern hast, auch in deiner Buchhaltung geltend machen. Allerdings hast du natürlich auf diesen Rechnungen, die du bekommst, auch ausgewiesene Umsatzsteuer. Diese ausländische Umsatzsteuer darfst du aber nicht im Rahmen deiner Umsatzsteuervoranmeldung geltend machen. Wenn man sich ein bisschen darüber Gedanken macht, ist das auch unglaublich logisch. Denn die Umsatzsteuer, die du in Österreich an das Hotel gezahlt hast, die wandert ja an den österreichischen Staat. Warum sollte dir der deutsche Staat Geld geben, was du an den österreichischen Staat gezahlt hast? Das wäre ja voll unlogisch für den deutschen Staat und super ungünstig. Das heißt, der deutsche Staat wird dir im Rahmen der deutschen Umsatzsteuervoranmeldung keine ausländische Umsatzsteuer erstatten. Es gibt allerdings trotzdem eine Möglichkeit, dieses Geld wiederzubekommen. Dann musst du dich allerdings an den österreichischen Staat wenden. Und das funktioniert im Rahmen des Vorsteuervergütungsverfahrens. Das läuft so ein bisschen über das Bundeszentralamt für Steuern und ist auch ein bisschen komplexer als die laufende Umsatzsteuervoranmeldung. Ich habe natürlich zu dem Thema Vorsteuervergütungsverfahren auch schon mal ein vertiefendes Video aufgenommen. Das heißt, wenn du ausländische Umsatzsteuer hast, dann schau dir unbedingt das Video einmal an, was ich dir jetzt oben rechts verlinke. Aber grundsätzlich für immer und an dieser Stelle, ausländische Umsatzsteuer darfst du nicht in der Umsatzsteuervoranmeldung geltend machen. Das fünfte Szenario, in dem regelmäßig immer mal wieder versucht wird, Vorsteuer geltend zu machen, was aber nicht ganz erlaubt ist, ist, wenn du Kleinunternehmer bist. Als Kleinunternehmer verzichtest du ja bewusst darauf, Umsatzsteuer auszuweisen. Das heißt, deine Umsätze, deine Rechnungen sind ohne Umsatzsteuer und du bekommst von deinen Kunden das Geld brutto gleich netto. Und das ist ähnlich wie bei den steuerfreien Umsätzen. Wenn du auf der Einnahmenseite keine Umsatzsteuer zahlst, darfst du auf der anderen Seite auch die Vorsteuer nicht geltend machen. Das ist die Konsequenz der Kleinunternehmerregelung. Das ist alles ein bisschen einfacher. Aber du kannst dann natürlich nicht die Vorteile des Vorsteuerabzugs nutzen. Eigentlich relativ logisch. Und das ist ja auch genau das, wofür die Kleinunternehmerregelung gebaut wurde. Du hast eigentlich auf beiden Seiten einfach nur die Bruttorechnung. Du gibst als Kleinunternehmer in der Regel gar keine Umsatzsteuervoranmeldung ab, hast dann auch natürlich keinen Vorsteuerabzug. Es führt natürlich dazu, dass in einigen Szenarien die Kleinunternehmerregelung gar nicht so attraktiv ist, weil man auch diese Vorteile verliert. Ich habe auch zu dem Thema Nachteile der Kleinunternehmerregelung schon mal ein Video aufgenommen. Wenn du dir da nicht sicher bist, ob die Kleinunternehmerregelung überhaupt für dich die beste Lösung ist, dann schau unbedingt auch einmal oben rechts bei dem Video vorbei, denn da bin ich detailliert darauf eingegangen. Kannst dir aber hier an dieser Stelle auf jeden Fall merken, Kleinunternehmerregelung heißt absolut kein Vorsteuerabzug. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich dir ein wenig mehr Klarheit bringen und du weißt jetzt, wann du Vorsteuer geltend machen kannst und wann
Vielleicht eher nicht. Wenn du noch andere Szenarien hast oder Situationen, wo du dir wirklich unsicher bist, ob du jetzt das angeben kannst oder nicht, dann schreib uns doch einen Kommentar unter diesem Video und ich versuche dir gerne weiterzuhelfen. Wenn du dir jetzt denkst, dass das doch eigentlich auch ganz gut ein Steuerberater für dich erledigen könnte, also das laufende Einschätzen und das Machen der Buchhaltung, dann würde ich sagen, das ist gar nicht so ein schlechter Gedankengang. Gib das Ganze einfach an den Steuerberater ab, zum Beispiel an uns. Wir sind spezialisierte Online-Steuerberater für Freiberufler und für Selbstständige und wir erledigen gerne deine Buchhaltung und deine Steuererklärung und so weiter. Alle Informationen zu unserem Angebot und wie wir dir ganz konkret weiterhelfen können, erfährst du, wenn du einmal hier klickst. Kannst aber natürlich auch erstmal alle möglichen von unseren anderen Videos anschauen. Wir veröffentlichen regelmäßig Videos rund um das Thema Finanzen, Steuern, Buchhaltung für Freiberufler und Selbstständige. Zum Beispiel dieses hier oder dieses hier.